Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Scheiß Mentos. Ah nein. Ich wünschte mir, wir würden das spielen. Mit eurem Let's Play Retro und eurem DSD Steve. Also, das Leid ist real und der Bullshit leider auch. Ja, also sorry vielleicht beim letzten Mal, dass wir das dann so abrupt beendet haben, aber Leute, es ging halt einfach. Wir haben 15 Minuten gespielt und danach kam über 30 Minuten Sequenz. Das war, genau, wollte gerade sagen, die Sequenz ist ja noch gar nicht vorbei und es war halt auch ein bisschen doof von mir sozusagen. Ich habe halt gedacht, okay gut, wir nehmen jetzt einfach noch ein Video auf, weil meine Freundin und ich, wir hatten halt noch was zu erledigen und plötzlich hört dieses Spiel einfach nicht auf und das ist halt, abzulaufen. Das ist halt, genau, und das ist halt das, ich habe ja das erzählt gehabt, dass mich das zum Beispiel an Pokémon Mond und Sonne mich auch vom Spielen abgehalten hat, diese langen Sequenzen. Und genau das, was dort passiert ist, das ist mir ständig mit Pokémon Sonne und Mond passiert. Ich habe teilweise Sequenzen mir angeschaut bis zur Hälfte und dann am nächsten Tag nochmal durchgeklickt bis dahin. Weil ich aufhören wollte zu spielen und das Spiel hat mich nicht speichern lassen. So. Ich kann es nachvollziehen und ich weiß halt auch nicht so wirklich, was dieses Spiel macht. Ich meine, selbst ein Vampire's Dawn mit seinem 6-Stunden-Intro so ungefähr hat einen zwischendurch wenigstens speichern lassen. Ja, und das ist halt, also ich verstehe es halt nicht. Auch muss man sagen, dass einfach selbst Ideen, die theoretisch gut sind, durch schlecht und schlampig umgesetzt werden. Zum Beispiel diese die Situation mit diesem Kreis dort, ne, wo man da stand, diese schwarze Situation, die Figuren daneben standen und auf sich geschaut haben. Fand ich mega cool, theoretisch von der Inszenierung. Aber dann war es so schlecht umgesetzt, dass es wieder mit Textboxen überdeckt war. Oder zum Beispiel, wo die Charaktere außerhalb des Kreises standen, die Flashback-Kreise und dann reingelaufen sind. So schlecht. Oder wie Philandora. Normalerweise würde ich sagen, Philandora war mal eine Räuberin? Interessant. In jedem anderen Spiel würde ich das sagen und sagen, cool, und jetzt ist sie zur Hohepriesterin geworden. Okay, interessant, wie ist denn das passiert? Aber leider wurde Philandora so kantenlos dargestellt, dass es eher out of character wirkt. Genau. Also normalerweise müsste man so einen Charakter, der früher mal vielleicht eine Räuberin war und dann eine Hohepriesterin geworden ist, müsste trotzdem diese Hohepriesterin irgendwo Kanten haben. Ja, das kann nicht rund sein, die muss Kanten haben. Irgendwo ist man aneckt. Ansonsten wirkt es unglaubwürdig. Und genau das ist hier passiert. Es wirkte unglaubwürdig. Und es war viel zu lang gezogen. Das hätte man 3-4 Textboxen machen können. Es ist gut, dass wir offscreen nochmal darüber gesprochen haben. So konntest du mir gerade eben all das vorwegnehmen, was ich eigentlich sagen wollte. Aber Dankeschön, Steve. Dankeschön. Ja. Keine Sorge, Leute. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir müssen ja immer noch ein bisschen rekapitulieren, was in der letzten Folge passiert ist. Es war ja auch eben alles ziemlich schnell. Die Sache ist, normalerweise nehme ich mir auch gerne Zeit beim Spielen und so. Aber das Spiel hat das einfach auch in dem Moment nicht so wirklich erlaubt. Da hätte man zwischendurch zum Beispiel eine Möglichkeit einbauen können, dass man einfach mal speichert. Ja, warum kommt nicht einfach genau zwischen den Sequenzwechseln einfach mal Spiel speichern? Was übrigens auch manche Spiele so machen. Auch Mecha-Spiele habe ich erlebt, die ja schon so gemacht haben. Bei einer längeren Sequenz. Also, warum ist das hier so? Ja, also in der letzten Folge. Zuerst war Yamon so sauer, dass er seine Macht benutzt hat, um alle Leute wiederzubeleben. Unter anderem Philandora, die scheinbar durch die Hände Sordaks gestorben ist. Ja. Und danach gab es einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit von Yamon. Er hat aber noch ganz wichtig die ganzen anderen. Es wurde noch festgestellt, dass ihm scheinbar dieses eine Mädchen, ja, von den Hohepriester, von den ganzen Priesterinnen besonders wichtig ist, weil über die hat er ja getrauert, dass die auch tot ist. Genau, auch wenn sie dann, genau, später wurde sie dann wiederbelebt und wir sind dann mehr oder weniger in Ohnmacht gefallen, als sie uns erspäht hat. Genau, indem wir alle wiederbelebt, indem wir die Energy-Macht genutzt haben, ja, sind quasi wir in Ohnmacht gefallen. Es ist definitiv nicht die alte Macht, Energy-Macht, denn wir haben uns selbst scheinbar nicht geheilt. Und hier muss man halt auch sagen, wir haben jetzt so eine Art Super Dragon Ball-Situation. Ja, also nicht wirklich sehr Super Dragon Ball, sondern einfach, jetzt sind die Dragon Balls auf einem so krankes Level. Es ist nicht das Problem, dass Charaktere in der Lage sind, andere wiederzubeleben. Hier kurz Dragon Ball, es gab hier die Situation, wo dieses Indianervater, wo der stirbt, von Tao Bai Bai umgebracht wird. Und es war klar, hey, Son Goku wird die Dragon Balls sammeln, die Red Ribbon Armee zerstören, um den wiederbeleben. Das war absolut klar. So, ja, das wusste man. Und trotzdem wurde es dramatisch rübergebracht. Wie gesagt, nur in Dragon Ball Classic, nicht in sie. Das Interessante ist, wenn du jetzt zurückdenkst, wenn du, als du ein Kind warst, da hat sich der Kampf gegen Son Goku gegen Tao Bai Bai super mega lang angefühlt. Das stimmt. Ich wette mit dir, es sind keine 4 Folgen. Nein, es sind 2 Folgen oder so. Siehst du? Das ist krass, ja. Und das Interessante ist doch, aber wenn man so ein Plotmittel hat, mit Personen wiederbeleben und Co., muss man halt sehr vorsichtig sein, dass dieses Mittel nicht zu krass wird. Und jetzt ist es so, dass das Spiel faktisch gesehen den super Plot-Device hat. Alles, was Zornak macht, ist doch eh Wayne. Wir überleben ihn doch eh immer alle wieder. Genau das ist es ja. Yamon oder Dar, was auch immer, wurde ja am Anfang so ungefähr als das mächtigste Wesen eingeführt, das es auf der Welt gibt. Und scheinbar hat er seine Macht jetzt wiedererlangt. Und nun ja, es
birgt auf jeden Fall schreiberische Konsequenzen, die bisher natürlich noch unerwähnt sind. Auch muss ich mich fragen, warum haben wir so einen Power-Level-Anstieg von den Protagonisten der anderen Welt, und zwar aus der Heldenwelt, der ja auch, das ist ja ein Universum, ne? Ja, genau. Universum 6, wie man jetzt in Dragon Ball sagen würde. Und wir leben ja im selben Universum, so, nur andere Welten. Und scheinbar gibt es ja ziemlich hohe Power-Level-Unterschiede. Und was mich auch so stört, ist, warum ich immer kein großer Fan bin von unterschiedlichen Planeten, da kommt nämlich das Star Trek-Syndrom rüber. Was meinst du damit? Interessant natürlich, dass auch auf dem anderen Planeten auch wieder Menschen leben mit demselben Baustil. Ach genau. So. Ja. Ja. Das ist so, wo ich sage, ich weiß, das ist schwer anders darzustellen. Und deswegen würde ich mit sowas nicht arbeiten. Das ist anders. Warum nicht einfach nicht die Königreiche? Steve, ich erinnere mich wahrscheinlich nicht mehr so hundertprozentig an Helden, aber an all das, woran ich mich jetzt erinnere und das, was ich aus Firma der Nacht weiß, frage ich mich ohnehin, warum es mehrere Planeten geben muss. Ja, warum sind das nicht einfach mehrere Königreiche? Fertig. Ja? Diese Königreiche sind einfach weit genug auseinander, weil es sind bei mir ist es sogar ein Königreich, ein Kontinent. Steve, ich sag dir, warum es mehrere Planeten sein müssen, weil Mr. Brady sich von Anfang an gedacht hat, oh, diese beiden Göttinnen sozusagen müssen Außerirdische oder was auch immer sein. Deswegen gibt es mehrere Planeten. Das ist auch kein Problem. Denn kann man nämlich einfach die Technologie nämlich so weit einschränken, dass man quasi kontinentübergreifend sich nicht fortbewegen kann. Gut, ich bin auch im Übrigen noch gar nicht fertig zusammenzufassen, Steve. Wir hatten ja nämlich noch einen kleinen Bullshit-Ausflug in unsere Kindheit. Ja. Schon vergessen. In der Yamon leider lernen musste, dass es komplett willkürlich ist, welche Sachen oder welche Dinge wiederbelebt werden und welche nicht. Ein kleiner Vogel ist gestorben, das ist jedoch nicht relevant genug für das Weltgeschehen. Nur wenn ein Mensch stirbt, dann darf man seine Wiederbelebungsskills einsetzen. Ja, weil das war noch nicht so weit gewesen, dass er stirbt, aber der kleine Vogel, das war so weit. Das ist ja genau, da muss man sich fragen, also gerade bei dieser, da kommen wir jetzt mal wirklich bösen Moral. Darf ich nochmal ganz kurz eine letzte Sache, was ich daran halt interessant finde, ist halt, dass das, was da gezeigt wurde, war ja einer der Knackpunkte aus Yamons Kindheit. Ja. Dass das so einen extremen Einfluss auf seine Entwicklung hatte. Ja. Aber ganz ehrlich gesagt, ich verstehe bisher noch nicht so wirklich, was für einen Einfluss. Genau. Also ich meine, vor allen Dingen, das stellt einem ja auch die große Frage, wann ist denn ein Lebewesen so weit? Wenn nun mal ein Kind mit einer Genstörung geboren wird und deswegen einfach früher stirbt, es gibt ja diverse negative Mutationen, ist es dann soweit zu sterben oder sagen sie dann, ich heile mir jetzt mal, dass du wieder komplett gesund bist? Das ist es ja eben. Das ist eben, dass die Mutter gesagt hat, sozusagen, bei dem Mädchen war die Zeit noch nicht gekommen. Genau. Aber bei dem kleinen Vogel schon? Bei sämtlichen Unfällen zum Beispiel ist die Zeit ja dann auch nicht gekommen. Wenn jetzt wenn jemand durch einen Unfall stirbt, ist die Zeit ja eigentlich nicht gekommen, denn ohne den Unfall hat die Person ja länger gelebt. So, werden die jetzt auch alle wiederbelebt? Also, was für Prinzipien, was für Regeln gibt es dabei? Das ist unendlich viel Bullshit-Alarm. Ja, und genau, und der Bullshit hört ja noch lange nicht auf. Wir haben danach noch eine zweite Rückblende-Szene bekommen, die scheinbar auch extrem wichtig für die Entwicklung von Yamon war. Nämlich, ja, wie du schon gesagt hast, dass wir Philandora sozusagen in der Vergangenheit als Räuberin treffen, die der Meinung ist, dass irgendein Gegenstand, der auf dem Boden liegt, ihre Beute ist. Und wir Kinder haben da nichts dran zu suchen und sie hat das Recht, uns umzubringen. Und dann wurde auch noch Dars Mutter kritisiert, aus völlig schwachsinnigen Gründen, ey, ich bin arm, deine Mutter hilft mir nicht, änder das mal bitte, sie kann doch alles Mögliche tun, ich bin Philandora, ich war in der Vergangenheit eine Räuberin, jetzt bin ich Hohepriesterin, das erscheint gerade alles noch nicht so wirklich glaubwürdig. Ja, genau, also, das ist halt, und vor allen Dingen, weißt du, was mich noch mehr an dieser Sequenz gestört hat? Nehmen wir an, jetzt wäre sie nur merkwürdig. Okay, jetzt gehen wir mal davon raus, Mystery Lady würde jetzt zu einer guten Game-Designerin werden und die lernt das noch auf im Laufe des Spiels. Ich glaube nicht dran, aber hey, wir denken erstmal positiv. Ich glaube auch nicht dran. Nehmen wir mal an, das würde passieren. Damit würde die Sequenz immer noch nicht gut werden. Und soll ich sagen, warum sie nicht gut wäre? Warum? Weil sie viel zu lang ist. Steve, diese Sequenz ist unendlich lang. Das Schlimmste ist, sie ist noch nicht vorbei. Ja? Wir haben ja in der letzten Folge haben wir uns ja sozusagen absichtlich kurz gefasst, weil ich ja auch so ein bisschen unter Zeitdruck war. Hätten wir das Ganze alles noch ein bisschen genau untermauert, dann wäre es eben genauso wie jetzt, dass wir sozusagen... Genau. Wir hätten die Sequenz ja noch mal mindestens 10 oder 15 Minuten länger gemacht, als sie ja eigentlich schon ist, was wir ja jetzt gerade eben tun. Ich meine, wir sind schon wieder fast 10 Minuten hier und wir haben noch nicht mal, ich hab noch nicht mal Enter gedrückt. Wir mussten einfach darüber mal sprechen, also was daran so schlecht war, falls wir ein bisschen genervt gewirkt haben sollten oder so im letzten Video, weil das Spiel hasst uns wirklich ab einem bestimmten Punkt, wo ich auch, selbst wenn wir nicht durch gewesen hätten, gesagt, ey, stopp, wir nehmen uns mal anders weiter auf. Das war einfach so ein Punkt, wo ich gedacht habe, nee. Es geht einfach nicht. Dieses Spiel verursacht Leid und ich bin mir echt nicht ganz sicher, ob das schon die Stelle ist, die Mr. X in den Kommentaren irgendwie von vor ein paar Folgen mal angesprochen hat. Er meinte ja, es kommt noch eine Stelle, an der wir richtig hart leiden müssen. Und er kann damit nicht diese Zwischensequenz meinen. Aber wir leiden ja jetzt schon extrem. Ja, wir leiden jetzt schon.
Na gut, ich würde sagen, schauen wir uns diese tolle Sequenz weiter an. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche mir auf jeden Fall, wir hätten uns vorher vielleicht irgendwie noch ein paar Notizen gemacht oder so. Wir haben, ja, wie gesagt, vor der Aufnahme mal ganz kurz drüber gesprochen. Es ist ein bisschen schwierig, diesen ganzen Bullshit in Worte zu fassen. Ich weiß, ihr seid auf jeden Fall alle fleißig am Kommentieren. Vor allem natürlich der gute Sorata und der gute One Piece Obsessed. Was da in der letzten Folge alles nicht so wirklich gestimmt hat oder natürlich auch, was wir jetzt gerade nochmal angesprochen haben. Ja, Endrant, ne? Genau. Wir können natürlich auch jederzeit andere Meinungen sagen. Wir können natürlich gerne uns auch das Gegenteil davon in die Kommentare schreiben. Genau. Das müsst ihr aber echt gut argumentieren. Genau. Also es tut uns auf jeden Fall echt leid, Leute. Wie gesagt, wir wollen eure Kindheit nicht zerstören. Aber dieses Spiel macht einfach so viele Dinge, die absolut grausam sind. Und wo ich mittlerweile sogar sage, wow, und Vampire Storm 2 kommt mir mittlerweile... Ich weiß noch, es gab eine Zeit, da habe ich Vampire Storm 2 als eines der schlechtesten Spiele für den RPG-Maker bezeichnet. Aber mittlerweile, jetzt wo wir die Spiele zum Beispiel, also Feuer und Mitternacht ist ja wirklich noch so viel schlechter als Helden. Helden war ja irgendwo noch okay, auch irgendwo durchschnittlich, aber Feuer und Mitternacht, das erlaubt sich ja wirklich einfach nur eine Kacke nach der anderen sozusagen. Es ist... Ja, halt ein echtes Goldstern-Spiel. Wo bin ich? Ja, genau, das ist ja das Schlimme, dass dieses Spiel einen Goldstern bekommen hat, wie der Mr. X auch in den Kommentaren angemerkt hat. Kein Silberstern, ein Goldstern. Ja. Ich muss mich wohl etwas verausgabt haben. Ja, wir haben uns jetzt zu Beginn des Videos auch ordentlich verausgabt. Vater, du kümmerst dich wieder einmal um mich. Welch Ironie. Ja, das ist wirklich schon fast ein bisschen ironisch, nachdem wir auch in der letzten Folge einen kleinen Flashback hatten, in das Kindheit, Yamans Kindheit sozusagen, und in der gezeigt wurde, dass sein Vater sich auch um ihn gekümmert hat, auch wenn Yaman das vielleicht nie so wahrgenommen hat. Genau. Das ist übrigens der einzig gute Punkt war in dieser Sequenz, weil das gibt ja tatsächlich so diese Situation, dass eigentlich quasi Vater-Sohn irgendwie verstritten sind, aber eigentlich müssten sich ja leiden, aber es gibt da irgendwelche Differenzen, die ihnen wirklich halt gar nicht stimmen. Ja, das war das einzig positive Gefühl. Fieber hast du keines mehr. Er hatte Fieber? Wieso hatte er Fieber? Fieber vor Erschöpfung? Wenn du zu viel Mana gleichzeitig verbrauchst, bekommst du Fieber, weil dann erhöht sich die Temperatur in deinem Körper. Wusstest du das noch nicht? Das wäre tatsächlich mal interessant, wenn du zum Beispiel einen Zauber benutzen würdest, der dir dann hinterher einen Status-Effekt, also weißt du, so einen negativen Status-Effekt macht. Das macht Might and Magic 7 so. Da gibt es den Zauber Gottes Gunst oder so, was dich komplett heilt und den ganzen Kram. Und das wiederum aber macht dich 10 Jahre älter. Das ist cool. Im Übrigen mal Anmerkung, ich finde den Raum hier sogar eigentlich ganz cool gemappt, muss ich sagen. Ja. Ich finde, man hätte einen der beiden Schränke unten ruhig weglassen können. Das wirkt dadurch irgendwie ein bisschen sehr symmetrisch. Und auch hier wieder die Textbox verbirgt halt die Wand. Und an der Wand ist ja zum Beispiel noch ein Gemälde. Ne? Und das finde ich, das sieht eigentlich alles sehr hübsch aus. Ne? Ja. Lass das, ich bin kein kleines Kind mehr. Verdammt. Und was man hier positiv erwähnen muss, das ist jetzt so eine Sache, die bei Scheiß Mentos zum Beispiel zu sehen ist. Dieser Stil. Ich finde das besser, wenn das, was nicht im Raum ist, also sozusagen die Außenwelt, dass das schwarz ist. In solchen Spielen wie Scheiße Mentos und Co. ist das ja, warum auch immer, denn mit Rasen oder so gemappt, wo ich mir immer denke, warum hat man das damals gemacht in einigen Spielen? Das ist halt, wie gesagt, in Dragon Quest sah das so aus und das war einfach, das haben die Leute einfach von Dragon Quest übernommen. Ja, also da muss ich sagen, gefällt mir das mit diesem Schwarz, also schwarz umrandet, deutlich besser. Also so von der, ne? Abgesehen davon, Steve, das Spiel heißt Scheiß Montos. Ja, bitte korrekt aussprechen, nicht das S-Wort verwenden. Ja. Ah ja, genau. Wie der ganze Alte, was? Wir wollen doch nicht fluchen in diesem wunderbaren Let's Play hier. Nicht, dass es noch werbeunfreundlich wird. Wenn du dich schon so gut fühlst, kannst du auch gleich aufstehen und das Essen machen. Ich bin jetzt zu müde dazu. Zu müde? Von was? Vom Nichtstun? Ist es nicht früher morgen? Was meinst du, wann dürfen wir eigentlich das nächste... Speck erstmal machen? Sorry, Steve, ich wollte dich eigentlich fragen, wann du meinst, wann wir das nächste Mal speichern dürfen? Nee. Meinst du jetzt einfach, warte mal, es könnte vielleicht sein, dass der Rest des Spiels jetzt einfach nur noch in Sequenzen abläuft. Er hat sich wirklich nicht verändert, seit meiner letzten Sequenz. Jetzt müssen wir uns kommen. Wir dürfen uns frei bewegen, damit hätte ich nicht gerechnet. Natürlich nicht speichern. Ich wollte gerade sagen, mal, Das Interessante ist, dieses Spiel gibt uns andauernd Fake-Speicherpunkte. Aber warum ist nicht zum Beispiel hier in diesem Schlafzimmer, wo es irgendwo logisch wäre, ein Speicherpunkt? Es wäre hier an der Stelle sogar irgendwie logisch, weil irgendwie in solchen Schlafzimmern oder so wichtigen Plotpunkten ist doch ziemlich... Man ist gerade auf die Wand gegangen? Genau, man kann auf die Wand gehen. Das sieht amüsant aus. Oh, ja, man kann wirklich auf die Wand gehen. Und guck mal, auch hier wieder die Türen sind aus dem Mac and Blue Chipset, die passen hier nicht rein.
Das ist das Zimmer meines Vaters, vermute ich. Die Tür ist abgeschlossen. Mein Vater hatte schon immer die Angewohnheit, sein Privatzimmer abzuschließen, auch wenn sonst niemand anders im Haus ist. Ja. Das ist das alte Schwert von meinem Vater. Nein, das ist ein... Ach so, da oben meint er. Alles klar, ich dachte schon, er meint den Schrank. Und auch dieses alte Schwert dürfen wir nicht in die Hand nehmen. Hier sieht es mal wieder typisch für meinen Bruder aus. Verzeiht, dass er mal endlich eine vernünftige Frau kennenlernt. Denn wir wissen ja, Männer ohne Frau sind immer unordentlich. Ach, diese Junggesellen. Hier hängen alte Zeichnungen von meinem Bruder. Also Zeichnungen, die sein Bruder angefertigt hat, oder? Das heißt ja aber auch gleichzeitig noch, dass, weil sein Bruder hat ja auch ein eigenes Haus, dass sozusagen der Vater nie diesen Raum von seinem... Absolut korrekt. Guck mal, das ist der Raum von Nadan und das hier ist der Raum von Yamon. Er hat tatsächlich... Ja, die nie weggemacht. Ach, da war gerade noch ein Chipset-Fehler. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du ihn gesehen hast. Warte. Warte, wie hoch ist die Chance, dass es ein Fake-Speicherpunkt ist? 100%? 90%? Ich bin jetzt nett zu Mystery Lady und sage, wir können hier speichern. Na toll, wieso sperrt er verdammt nochmal auch die Tür ab? Jetzt muss ich wieder auf das Dach klettern. Der Vater scheint auf jeden Fall die Angewohnheit zu haben, immer wieder die Tür abzuschließen und das Haus scheint sehr einfach zum Einbrechen zu sein. Und wieso haben die eigentlich drei Öfen? Einen für Yamon, einen für Nadan und einen für den Vater. Nein, Damon. Nein, pass auf. Der eine ist zum Garn, der andere zum Dampfen. Der ist ein Dampfer. Und der andere ist wie eine Mikrowelle zum Wiederwarmmachen. Und auch hier, warum stehen in der Küche eigentlich so viele Fässer rum? Also ich meine... Das hängt damit zusammen, dass Yamons Vater... Damon heißt er. Kannst du dir merken, Damon. Dass Damon Wein mag und das sind verschiedene Weinfässer von den verschiedenen Weinen der Welt, die es gibt. Finde ich übrigens sehr amüsant, dass Damon und Yamon irgendwie, also ich meine, effektiv spielen wir wirklich Digimon, ne? Ja. Unsere kleinen Pixelhelden. Ja. Warte! Yamon, du bist ja warten. Ja. Was ist? Hat es dir die Sprache verschlagen oder? Nein, sag mir jetzt nicht, du leidest wieder an Gedächtnisschwund. Warte mal, oh Gott, welches Spiel war das, wo dann der Charakter sagte, ich hatte einen Gedankensflash? Keine Ahnung. Haben wir das Spiel schon gespielt? Ich bin mir gerade nicht. Ich sag mir jetzt gerade irgendwie nichts, deswegen. Vielleicht spielen wir das auch erst noch, von diesem Spruch kommt. Ich glaube auch. Was machst du hier? Wie bist du so schnell hierher gekommen? Kannst du dich jetzt einfach auch teleportieren? Schnell. Weißt du denn nicht, dass du ja ganze 4 Tage bewusstlos warst? Oh. Warum müssen Steve, wenn Leute 4 Tage bewusstlos sind, dann kann das nur einen Hintergrund haben. Yamon hat Crystal Meth genommen. 4 Tage bewusstlos? 4 Tage bewusstlos? Das hast du wirklich, wenn du Crystal Meth nimmst. Dann bist du zuerst irgendwie 4 Tage wach und dann pennst du 4 Tage durch. Aber dann musst du, wenn du so lange wach bist, also sozusagen schläfst, musst du ja nicht irgendwie auf jeden Fall auf einen Schieber schlafen oder also auf einer Pfanne schlafen, weil irgendwann lösen sich doch dann die Sachen, sodass man dann kacken muss. Oh, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt ich kenne natürlich niemanden, der Crystal Meth genommen hat, deswegen kann ich natürlich auch niemanden fragen. Aber das ist halt... Wir können ja mal ein bisschen googeln. Ja. Was? So lange? Aber das kann nicht sein. Ich habe doch eigentlich seit Monaten keinen Stoff mehr genommen. Wirklich, während deiner Abwesenheit ist nicht viel passiert, ich mache jetzt einfach nichts. Ja, ich wollte gerade sagen, die ganze Leute, das ist ja das Witzige, dieses Spiel schafft es absolut überhaupt nicht, Drama und Spannung aufzubauen. Weil ich zuerst die ganze Zeit, wir müssen schnell machen, weil Sonic will jetzt gerade die Welt übernehmen. Und vor allem frage ich mich gerade jetzt, wenn er 4 Tage geschlafen hat, war das nicht die Gelegenheit gewesen, diese Alien-Tanz zu holen? Das wäre die Gelegenheit einfach für Zordak gewesen, die ganze Welt kaputt zu kloppen. Ja. Und scheinbar, Zordak, der ist im Übrigen auch am Pennen. Ja. Nein. Zordak hat das Goku-Prinzip. Wenn mein Gegner nicht 100% Kraft hat, ist es unfair, gegen ihn zu kämpfen. Ja, das muss es sein. Genau das muss es sein. Naja, egal. Bis auf die Tatsache, dass du jetzt überall im Lande angehimmelt wirst. Deine Aktion im Tempel hat sich nämlich wie ein Lauffeuer verbreitet. Ich habe nur getan, was getan werden musste. Was ist mit Zordak? Ist er wieder aufgetaucht oder hat er sich jetzt wirklich 4 Tage lang zur Ruhe gesetzt, nachdem es irgendwie super mega wichtig war, ihn schnell irgendwie zu kriegen?
Nein, leider nicht. Leider ist er nicht aufgetreten und hat alles gemacht. Ja, leider. Ach. Genau, das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Leider. Auch der arme Zordak. Nein, wir vermissen ihn so sehr. Ohne ihn ist doch nichts los in der Welt. Ja, aber ich soll Vater etwas ausrichten. Ist er nicht da? Vor allem, also jetzt mal ganz ehrlich, wie können sich der Vater und Nadan jetzt schon wieder verpasst haben? Ist da jetzt wirklich irgendwie eine halbe Stunde vergangen, von der wir nichts mitbekommen haben? Nein, er ist doch direkt rausgegangen und ganz schnell in sein Zimmer gegangen, ja, weil er sagt, ich bin müde. Ich meine, Jaman hat sich nur angezogen. Genau, er ist in sein Zimmer gegangen. Ja, stimmt, genau. Er ist in sein Zimmer gegangen und gesagt, er ist müde, genau. Der alte Schnarchsack ist in seinem Zimmer. Genau, logisch. Hey, pass auf, was du sagst. Vater hatte ich die ganzen Tage über gepflegt. Also bewusstlos warst du. Leidig mein Vater Steve, nicht. Steve, das sollte deine Frage erklären. Der Vater hat nämlich Eimer aufgestellt. Okay, weil... Also du kannst nicht 4 Tage, also ich bin der Meinung, wenn du 4 Tage komatös liegst, dann lösen sich doch eigentlich so die löst sich doch alles im Körper und so und dann lässt man laufen. Ja gut, oder? Da ist jetzt natürlich die Sache, also wenn du irgendwelche Drogen genommen hast, kann es natürlich sein, dass deine ganze Körperchemie irgendwie ein bisschen anders ist und dass man dann irgendwie einfach extreme Verstopfung hast, dass du dann einfach 4 Tage nicht kackst oder sowas oder keine Ahnung. Also ja, also ich bin mir ganz ehrlich, toll, so lange lag ich noch nicht im Koma, ja. Noch nicht, Steve, das kommt bestimmt noch. Wir wollen mal lieber nicht scherzen. Ja. Tut mir leid. Und einmal über 42 Grad Fieber hat mir gereicht, um ehrlich zu sein. Ne? Über 42 Grad, Alter. Ja. Und deswegen. Also, weiß ich, es muss halt was gemacht worden sein. Ne? Aber zumindest wird erwähnt, dass er gepflegt wurde. Wir sollten auf jeden Fall mal langsam den Patreon für dich einrichten, Steve. Du könntest ihm ruhig etwas mehr seine Dankbarkeit zeigen. Tut mir leid, ich verfalle schon wieder meine alten Angewohnheiten. Als, weißt du noch, damals, als ich Evil war und voll der krasse Edgelord? Naja, so bist du jetzt mal. Also egal. Ist immer noch besser als dein schwächliches altes Ego, wo du noch übelste Typ warst, dass ich immer aufgeregt hätte, dass ein Vogel gestorben ist. Also ganz ehrlich, ich kann irgendwie jetzt nicht so wirklich nachvollziehen, dass der Jamon sozusagen aus den ersten paar Teilen jetzt irgendwie großartig anders ist als der jetzt, aber na gut. Ich verstehe auch nicht, warum Gustav jetzt so krankhaft unsympathisch gemacht wird, aber gut. Du hast dich aber ganz und gar nicht geändert, noch immer der gleiche Sturkopf. Hey, Frechheit. Du bist total unsympathisch. Anke. Mittlerweile habe ich irgendwie das Gefühl, als wäre es wirklich ein Fake-Speicherpunkt. Du bist wieder gesund, ja? Und dir scheint es auch gut zu gehen, Kleines. Was machst du hier? Opa war so freundlich und hat mich mitgenommen. Opa! Was wundert dich das? Sie nennt uns beide immerhin Onkel. Und dagegen hast du anscheinend auch nichts. Also heißt das, wir haben noch eine Schwester, oder? Nein, die nennt uns einfach nur so. Ach so, okay, gut. Alles klar. Okay, gut. Ach so, meinst du das einfach nur als Kosenamen? Einfach nur Opa und ja, Onkel, alles klar. Ich muss ehrlich zugeben, okay, dass ich das auch kannte, dass wenn man eine zum Beispiel, was weiß ich, die beste Freundin meiner Tante, habe ich irgendwie als Kleinkind irgendwie auch gesagt, das ist dann Tante. Genau. Oder die beste Freundin deiner Mutter als Tante bezeichnet. Ja, sowas. Genau. Also das kann man so irgendwie... Also ich kenne das auch, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe trotzdem tatsächlich jetzt nicht unbedingt zu irgendwelchen alten Leuten Opa gesagt. Also das nicht, das macht man nicht, das ist irgendwie unhöflich. Weil das ist ja, du sagst, die Person ist alt, das gehört sich nicht. Ja, aber was macht dieser Plagegeist hier? Hast du doch eben gehört, Vater hat sie mitgebracht, weil er um ihre Sicherheit besorgt war. Und sie im Übrigen um dich und er dachte sich, Mensch, ich kann mal wieder ein Kind großziehen. Besorgt um mich? Oh mein Gott, jetzt stehen sogar schon 6-Jährige auf mich. Das wird ja langsam richtig creepy. Jetzt geht das Spiel schon in die Lolicon-Richtung. Ja, das machen wir doch alle hier. Alle sind heiß auf da. Ja, Mann. Tatsächlich. Was du damals getan hast, spielt doch jetzt wirklich keine Rolle mehr. Du hast doch so viele Menschen das Leben wieder geschenkt und damit sind alle Verbrechen, die du je begangen hast, jetzt egal. Sozusagen bist du jetzt der neue Hohepriester von Douglas. Du was? Come in and find out. Was? Er ist jetzt der neue... Okay. Ja, weil er Energy-Macht beherrscht und das macht ihn automatisch zum Hohepriester. Also, ich weiß nicht, das geht mir alles zu schnell. Oder vielleicht ist ein Amt des Hohepriesters so, dass wenn du stirbst und wiederbelebt wirst, du automatisch das Amt aber verlierst, weil du wiederbelebt werden musstest. Ja, das steht ja so in der Satzung drin. Oder aber Philandoras Vergangenheit kommt einfach wieder zurück.
Oder Philandora sagt, ich habe keinen Bock mehr. Das ist, also, ich muss sagen, nimm mir mal, ich wäre gestorben. Philandora ist ja genau, sie ist ja offiziell gestorben. Und ich wäre wiederbelebt worden. Und ich weiß, man hat mich getötet, weil ich Hohepriesterin bin. Also Hohepriester in meinem Fall, ja. Dann ist das vielleicht auch ein Grund, über sich, über sein Leben nachzudenken und zu sagen, will ich das noch? Ha, Hohepriesterin Steve. Bevor ich eine Entscheidung treffe, muss die Welt erst von diesem Wahnsinnigen befreit werden. Dieser Wahnsinnige, der einfach so 4 Tage lang nichts macht, außer sich auf seinen Arsch zu setzen und zu warten. Wie du willst. Ich bin dabei. Ich bin in der feinen Party am Start. Cool, danke. Und sag jetzt nicht, dass du das allein bewerkstelligen willst. Du brauchst eine 4-Mann-Party. Mhm. Das kommt auf keinen Fall in Frage. Es könnte sogar sein, dass du dann das erste oder zweite Mal im Spiel ist, dass wir eine 4-Mann-Party haben. Also ich glaube, eine 4-Mann-Party hatten wir, wenn überhaupt, nur einmal. Aber sonst nicht öfter, oder? Ich weiß, dass wir das mal fake-mäßig hatten, einmal. Ja. Schon gut. Ich weiß jetzt, dass ich das nicht allein schaffen kann. Wo ist dieser Alan? Den könnten wir auch noch als Partner. Ja, genau. Sein Power Creep, weil, guck mal, Adam kommt ja von einer anderen Welt, aber ist genauso mächtig wie wir, wenn nicht sogar mächtiger. Weil ich meine, er hat einen AOE-Angriff, der gegen alle 250 macht. Wir können nur Single-Target-Damage machen. Richtig. Naja, das ist halt so, du willst halt nicht alle alten Charaktere rausschreiben, na? Wie bei Dragon Ball, es sind ein paar ein bisschen noch dabei bleiben und er hat das Glück, dass er immer wieder mal einen Power-Schub bekommen hat, deswegen darf er noch am Start sein. Er wartet draußen auf uns. Perfekte Gelegenheit, rauszugehen und diesen Speicherpunkt hier einfach dem Rücken zu kehren, ne? Gut, gehen wir! Oh Mann, ey. Was jetzt schon? Wollen wir nicht erst mal speichern oder so? Bist du sicher, dass du dich dafür fit bist? Wollt ihr nicht unbedingt mit seinem Vater sprechen? Nein, die müssen jetzt losgehen, die Welt retten. Dass wir dem Vater sprechen, das kann man. Der Vater schläft doch sowieso. Und wir wissen, dass der Vater wahrscheinlich auch so einen Anime-Schlaf hat, der kann nicht geweckt werden. Richtig. Ja, es geht mir gut. Umso schneller dieser Abschaum verschwindet, umso besser für diese Menschheit. Aber er hat in den letzten 4 Tagen nichts getan. Und Vater? Lass mich in seine Ruhe. Glaub mir, das ist besser so. Den nehmen wir lieber nicht mit in die Party. Na gut, gehen wir. Sarah, du bleibst hier und passt super auf, ja? Weck ihn jetzt nicht auf, dann rastet er aus. Geht in Ordnung. Oh, verflucht. Ich habe vergessen, dass ich seit 4 Tagen nichts mehr gegessen habe. Du kannst mein Proviant unterwegs essen, wenn du willst. Das heißt, wenn dieser Vielfraß da draußen was übrig gelassen Ganz hat. Ganz ehrlich gesagt, nach 4 Tagen würde ich, glaube ich, erstmal aufs Klo gehen wollen. Aber geh mir einfach davon aus, dass er das mal offscreen erledigt hat. Ja. Ey, wirklich, das ist unglaublich schon wieder. Warum tut das Spiel das verdammt nochmal? Ich verstehe es nicht. Es war wirklich nur ein Fake-Speicherpunkt. Also das ist... Warte, nein, pass auf. Wir sind nett. Wir sind nett. Lass mich raten, wir nehmen... Die Lady lässt uns danach nochmal reingehen. Wir nehmen die beiden jetzt auf und danach werden wir nicht automatisch irgendwo hin teleportiert, sondern... Wir dürfen reingehen. Aber warte kurz. Wenn sie ein richtiges Arschloch war, so richtig Menschen gehasst hat, weißt du, was sie dann tut? Was? Wir werden nirgendwo hin teleportiert und wenn wir reingehen wollen, sagt unser Protagonist, es gibt keinen Grund für mich reinzugehen. Oh mein Gott, Steve, bitte beschreie es nicht. Bitte, Steve, bitte nicht. Scheint, als hätten sich alle umsonst Sorgen gemacht. Dir geht es mir wieder besser. Ich finde es im Übrigen auch mega cool. Ich meine, Alan kommt von irgendeinem anderen Planeten. Warum ist er da jetzt eigentlich genau abgehauen und was macht er jetzt eigentlich genau bei uns? Und da glaube ich, also hier muss man ja wieder alles reininterpretieren, weil ihnen ja nichts gesagt wird. Ja, eben. Also auf die Hygiene war wahrscheinlich in Wirklichkeit ein Diener von so einer Außerirdischen, von einem der beiden Außerirdischen. Und nachdem er von der Hygiene besiegt wurde, obwohl wir die Hygiene besiegt haben, wurde er wahrscheinlich dann in ihr Schiff teleportiert. Und vor allem finde ich es auch sehr amüsant, dass Alan und Nadan scheinbar jetzt irgendwie Best Friends sind oder so. Ja, na klar. Okay, gut, haben sich offscreen ja super gut angefreundet. Mir geht es wohl wieder besser. Und vor allem steht da Kanama rum, ist das Kanama? Ja. Weil erinnert dich, als wir das letzte Mal Kanama an der Party hatten, war es eine Fake-Kanama. Wir hatten sie zwar in der Party als Spielfigur. Ja. Aber es war ja am Ende dann die Göttin Risa, glaube ich, oder was, Shiva, ich glaube, es war Risa. Ja, die Böse. Ja, die Böse, genau. Also nicht, ich glaube, die Böse müsste Risa sein. Ich wechsle, also die Böse ist für mich die immer aussieht wie diese 90er-Jahre-Trolle. Genau. So gut, dass ich beschlossen habe, dieser Ratte ein für alle Male das Handwerk zu legen. Machst du mit? Da fragst du nach, ich bin am Startplan, ich bin immer ein ehemaliger Protagonist, yeah! Und ich nehme an, du bist die echte Kaname? Mit Leib und Seele. Ja, okay, dann glauben wir dir das jetzt. Es war auch beim letzten Mal die echte Kanama. Wir hatten sie wirklich als Figur in der fucking Gruppe nochmal.
Ja. Die Sache ist, ganz ehrlich, wer sagt uns denn, dass Kanama überhaupt von Anfang an real war? Kanama kann ja von Anfang an die Göttin gewesen sein. Nein, das wäre ja ein cooler Plot-Twist. Das traue ich dem Spiel nicht zu. Hoffen wir es. Was ist mit Kayla und ihrer Schwester? Die sind wohl nicht in der Final Party dabei. Tut mir leid. Die sind jetzt im Tempel und haben Gegenmaßnahmen getroffen, falls Hornhack noch einmal angreifen sollte und du hast nur 4 Party-Slots. Und diese Kröte? Du meinst Laura. Keine Ahnung, sie verschwand mit Eckdama und Nylon plötzlich. Man hat sie zuvor noch kurz in der Nähe von Barrett gesehen. Sollen wir da nachsehen? Ah, bitte bloß nicht. Meinetwegen, aber ich gehe diesen weiten Weg sicher nicht zu Fuß. Teleport! Eigentlich reicht mir ein Teleportsprung pro Jahr. Aber wenn es unbedingt sein soll. Was ist mit dir, Kaname? Ja, lass doch mal hin teleportieren, nicht den Speicherpunkt nutzen. Mein Vater hat im Dorf alles im Griff. Ich denke, das Klügste, das ich jetzt tun kann, ist, euch nach besten Kräften zu unterstützen. Weil man hat nicht auch ich sie mal so hin durchgesprochen, dass das Lustige ist, auch über den weiblichen Charakteren kann es sein, dass wir die in diesem Let's Play ständig hin und her getauscht haben. Das kann sein. Wie gesagt, auch bei Gustav tauschen wir hin und her, je nachdem, wie es uns gerade passt. Nächster Halt, Barret! Oh mein Gott, Jetzt versuch mal so reinzugehen. Wow, es geht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist so unglaublich. Es ist so absolut unglaublich. Ich will mich jetzt hier nochmal ganz, ganz kurz unten im Haus umgucken, damit wir das in der nächsten Folge nicht vergessen. Ich meine, hier liegen eine Menge alter Bücher meiner Mutter herum. So, warte. Wir haben es gleich geschafft, Steve. Genau. Du darfst noch ein letztes Mal seufzen. Alles klar. Wir freuen uns auf jeden Fall, wie immer, über ganz viele nette Kommentare, ganz viele Daumen nach oben. Ach, und guck mal, vorne hat einfach nur die Textbox da oben verdeckt, dass es sich dabei um 3 Herdplatten handelt, sozusagen. Und ja, da ergibt es doch dann tatsächlich schon wieder Sinn. Schade, dass die Textbox das verdeckt hat, aber na gut. Und ja, gut. Wir freuen uns auf jeden Fall, wie immer, über einen netten Kommentar, über jeden Daumen nach oben, den wir kriegen können. Wir freuen uns über eure Meinung zu diesem Spiel, über eure Meinung zu dem, was in dieser und in den letzten Folgen passiert ist. Ich meine, ihr merkt es ja, wir haben es diesmal ein bisschen aufgeplustert, aber seien wir ganz ehrlich, diese Zwischensequenz, die da jetzt gezeigt wurde, wenn man die still liest, dann sind das trotzdem über 30 Minuten. Es ist über zu lang. Zu lang und zu bullshittig. Ja. Leute, bis zum nächsten Mal, wenn wir alle wieder so richtig hart leiden. Tschüss.